Hi Freunde, Mortenmann hier. Patch 1.1.2, sprich das Weihnachtsevent, neue Features im Kompetenz- und GIP-System steht vor der Tür. Ja, ich habe mir das Ganze ein bisschen näher auf dem PTR angeguckt und habe für euch drei Tipps mitgebracht, die ihr machen solltet, bevor dieser Patch live auf New World kommt. Wenn euch das Video gefällt, gebt einen Daumen nach oben, Fragen, Anregungen und auch gerne eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Video. Bevor wir das Video starten, noch ein kurzer Hinweis für euch. Ich bin heute am 4.12. ab ca. 13 Uhr live auf Twitch und auch sonst quasi jeden Tag live auf Twitch vertreten. Kommt gerne auf meinen Twitch, lasst ein Follow da, guckt bei mir rein und wenn ihr noch Fragen habt, gerade zu diesem Video, zum Event oder zu anderen Videos, kommt gerne auf mich zu, ich versuche alle Fragen zu beantworten. Sonst könnt ihr auch auf meinen Discord-Server kommen, da bin ich erreichbar, wenn ich mal nicht live bin bei Twitch oder lasst einfach ein Abo auf YouTube da und stellt eure Fragen in den Kommentaren. Kommen wir zum ersten Punkt, Kompetenz und GIP-System. Ich lese einmal kurz die Patch-Notes vor. Basierend auf Feedback zum High-Watermark-System und unserem Wunsch, das Endgame spannend und abwechslungsreicher zu gestalten, haben wir das Endgame massiv überarbeitet. Wir haben den neuen Rohstoff Gips eingeführt, den du täglich durch eine Vielzahl von Aktivitäten, benannten Bossen in der offenen Welt, Expeditionsbossen, Außenposten, Arenen und Verderbnisausbrüchen und so weiter bekommen kannst. Jede Aktivität bringt eine andere Art von Gips, aus dem eine Gipskugel hergestellt werden kann. Diese Kugeln können dann zu Gipsabgüssen jedes Waffen-, Rüstungs- oder Schmucktyps gemacht werden. Das Öffnen einer Gipsabgüsse garantiert einen Erfahrungsschub und Aufrüstung dieses Typs. Fassen wir es einmal zusammen. Also es gibt jetzt einen neuen Rohstoff, Gips. Den kriegt man in der offenen Welt. Expeditionsbossen, Außenpostenansturm, Arenen, Verderbnisausbrüche. Und es gibt immer verschiedene Gipstypen. Heißt, so wie ich das jetzt verstehe, kriegt man bei Expeditionen eine Form von Gips, bei Open-World-Bossen und so weiter. Und um euch da vorzubereiten, macht euch schon mal Expeditionsschlüssel. Bringt eure Steinmetzkunst hoch, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Da könnt ihr euch diese Schlüssel anfertigen, mit denen ihr dann in die Expedition geben könnt und auch Gips farmen könnt. Also erster Tipp. Bereitet euch vor, damit ihr in alle Expeditionen und Arenen kommt und macht euch vielleicht schon mal Schlüssel, bereitet euch die schon mal vor und sucht euch vielleicht schon mal eine Fünfergruppe, mit der ihr direkt anfangen könnt, sobald dieses Gips-System rauskommt, damit ihr wirklich jede Woche diese ganzen Gips-Teile sammeln könnt für die Waffen später. So, wo waren wir? Wir haben außerdem High Watermark in Kompetenz umbenannt und zeigen nun die aktuelle Kompetenzstufe für jeden Platz des Avatares im Inventar an, damit Spieler ihren Fortschritt leichter nachverfolgen können. Auch ganz cool, ihr könnt jetzt quasi eure High Water, also euer Watermark, was jetzt Kompetenz heißt, ihr könnt eure Kompetenz im Inventar sehen, bei welchem Punkt ihr seid. War vorher immer so ein bisschen schwammig, finde ich ganz cool, für einfach, damit man das besser mitbekommt. Wir zeigen auch einen Stufenaufstiegsbanner, wenn immer sich deine Kompetenzstufe erhöht. Und wir haben zwei neue Endgame-Orientierungspunkte hinzugefügt, in denen Spieler sich schwierigen Herausforderungen stellen und versuchen können, mit Gegnern der Stufe 66 und Elite-Truhen in ihrer Kompetenz zu steigern. Sowohl Heimtücke in Edenhain als auch der kaiserliche Palast nördlich des Dynastieschreins wurden auf Stufe 66 erhöht. Also, es kam öfters die Frage im Chat, wird jetzt mein Watermark resettet? Nein, hier steht ganz klar, wir haben außerdem High Watermark in Kompetenz umbenannt. Hier steht nirgendwo was von, es wird Kompetenz resettet und. Und auch im Forum gab es einige Posts dazu, es soll das Watermark bleiben und es wird nichts resettet. Vielleicht für die Spieler ein Vorteil, die das Watermark schon hoch haben. Ich weiß nicht, ob man es jetzt leichter oder schwerer hochbekommen kann. Falls ihr Watermark schon hoch habt, sehr gut. Falls nicht, arbeitet doch vielleicht die Woche auch schon mal so ein bisschen am Watermark. Ich kann nicht ganz garantieren, ob es danach einfacher wird, das zu pushen, ob es schwerer wird oder ob das ganze Watermark-System quasi ähnlich bleibt und man trotzdem noch mit Elite-Mobs gut pushen kann. Vielleicht macht ihr einfach mal, wenn ihr eine Stunde am Tag Zeit habt, geht ihr in die Elite-Ones, Elite-Kisten und farmt schon mal so ein bisschen Watermark hoch. Kann nicht verkehrt sein. Kommen wir nun zum zweiten Punkt, Fähigkeitstalente. Auch hier lese ich immer ein bisschen vor und erkläre meine Meinung dazu. Also einmal als Überpunkt. Wir wollen weiterhin die Anstrengung beim Herstellen von Gegenständen für dich, deine Freunde und den Handel am Handelsposten belohnen. Deshalb haben wir Fähigkeitstalente eingeführt. Wenn du Stufe 200 in einer Fähigkeit erreichst, werden im Stufenaufstiegskreis drei Markierungen im gleichen Abstand voneinander angezeigt.
Wenn du EP in Fähigkeiten verdienst, schreitest du in diesem Kreis voran und wenn du eine der Markierungen erreichst, bekommst du einen Behälter mit nützlichen Gegenständen, die vorwiegend relevant für Fähigkeiten sind wie Herstellungsmods, besondere Zutaten und sogar Baupläne. Heißt, ab Level 200 könnt ihr immer noch weiter pushen, also es wird immer noch belohnt, wenn ihr quasi weiter skillt. Und da schon der nächste Hinweis, ja? Leute, holt euch, also wenn ihr genug Gold habt und generell eure Fähigkeiten aus dem Auktionshaus skillen wollt, holt euch jetzt schon mal die Materialien, denn ich denke, nach dem Update werden diese Materialien teurer werden. Auch wenn ihr ein bisschen Gold machen wollt. Also es ist nur meine subjektive Meinung, aber stellt euch vor, im Moment sind die Materialien alle drin und relativ günstig, ja? So gerade Orichalcum kostet 0,1, 0,2, 3, 4, 5 und auch so weiter, ne? Also 0,001, 0,002 und so weiter. Also sehr, sehr günstig. Jetzt stellt euch vor, dieses Event kommt. Alle Spieler wollen weiter schmieden, alle Spieler brauchen Orichalcum, um weiter zu schmieden. Heißt, jeder wird alles günstige im Auktionshaus kaufen. Und da kommt ihr ins Spiel, holt euch das ganze Orichalcum und verkauft das dann oder benutzt es selber. Ich denke, der Preis zum Beispiel von Orichalcum wird extrem ansteigen, weil man das für alles braucht. Und ich werde wirklich mein ganzes Gold uminvestieren in Orichalcum, das ich dann ab kommender Woche wieder verkaufen kann. Zumindest ist so meine Theorie. Klingt aber für mich relativ plausibel, ist ja auch meine Theorie. Deswegen überlegt euch, ob ihr auch zumindest so 2-3k Gold rein investieren wollt. Ist jetzt nicht die krasse Menge, aber wenn ihr aus den 2-3k Gold innerhalb von 2 Wochen 30-40k macht, dann seid mir dankbar, kommt wieder auf meinen Channel, schreibt es in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. So, also wichtig, Sachen im Auktionshaus kaufen, solange es noch günstig ist. Und in Verbindung damit räumt eure Lager auf. Guckt, dass ihr die ganzen Sachen umschiftet in die Lager, die ihr eh kaum benutzt. Zum Beispiel seid ihr kaum im Klagental, legt da alles, was ihr so im Lager habt, im Klagental ab. Seid ihr kaum in der unsteten Küste, alles in die unstete Küste, damit eure Hauptlager, zum Beispiel Windkreis, Immerfall, frei sind und ihr im Auktionshaus Sachen kaufen könnt, die ihr danach auch wieder gut umschiften könnt, ja? Auch ein Tipp. Also Lager aufräumen und schon mal ein paar Sachen horten, so ein bisschen hamstern. Ja, der dritte Punkt, den ich euch noch mitgeben will, ist, kauft euch jetzt gutes Gear im Auktionshaus. Ich weiß nicht, wie sich diese Watermark- und Gipsveränderung quasi ins Spiel bezieht. Ich habe gehört, dass man quasi, wenn man Watermark bzw. Kompetenz bald 55 hat und Sachen im Shop kauft, die bei anderen Spielern mit 95 gedroppt sind, dass sie dann runterskaliert werden auf 55, wo dein Watermark ist. Kann ich aber nicht bestätigen, aber nur präventiv für den Fall. Kauft euch schon mal ein bisschen höheres Gear. Ich denke, Gear, das ihr aktuell besitzt, wird nicht runterskaliert. Hergestelltes Gear sollte eigentlich auch nicht runterskaliert werden und deshalb der Hinweis, kauft euch doch schon mal ein bisschen Gear, nehmt nicht zu viel Gold in die Hand, ich weiß nicht, wo es hingeht, aber wenn es nachher ein Patch gibt und euer ganzes Gear bzw. das Gear, was ihr dann kaufen werdet, runterskaliert wird und ihr keine Möglichkeit mehr habt, ärgert ihr euch, also nehmt einfach 1-2k in die Hand, holt euch Gear, das euch quasi, das für euch gut ist. Ich habe dazu noch andere Guides gemacht, guckt gerne in meine anderen Videos und seid einfach vorbereitet. Ja, das waren die Tipps, die ich euch mitgeben konnte, die ihr unbedingt machen solltet, bevor 1.1.2 auf die Live-Server geht. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Fragen, Anregungen gerne in die Kommentare. Guckt jetzt gerne bei meinem Twitch-Kanal rein. Ich bin heute online noch so bis 17, 18 Uhr. Sonst bin ich auch an den anderen Tagen immer online. Lasst mir ein Follow da und guckt gerne rein. Lasst ein Abo auf YouTube da, um immer aktuell zu bleiben und meine Videos nicht zu verpassen und kommt gerne auf meinen Discord-Server. Da können wir auch nochmal ein bisschen schnacken. Schreibt mich da gerne an, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ich würde mich sehr freuen. Ja, vielen Dank, dass ihr mein Video geschaut habt. Wir sehen uns dann heute Abend live auf Twitch, beziehungsweise gleich schon oder morgen, übermorgen, wie auch immer. Guckt gerne rein und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Mottenmann.